Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Basteleien. Ich hatte ja im letzten Haul gezeigt, dass ich dieses Set mitgenommen habe und ja, war dann ziemlich enttäuscht, weil irgend so eine Pappnase den Wassertankpinsel mitgenommen hat. Ich weiß nicht, warum die Leute das machen, aber ja, egal. Ich dachte, ich teste das mal mit euch zusammen. Wir nehmen am besten eine Unterlage, damit eine andere Unterlage, oder? Ne, wir lassen die jetzt. Ich bin heute wieder sehr entscheidungsfreudig. Wir testen das mal am besten mit einem normalen Pinsel. Also ich habe das Set so verstanden. Also es scheint ein Stift dabei zu sein, mit dem man malen kann. Und dann kann man Farbe auftragen und dann kann man es verblenden. Und da, wo man mit dem weißen Stift gemalt hat, das bleibt anscheinend auch weiß. Ich fand das so interessant und ja, wollte es einfach mal ausgetestet haben. Wir hätten es auch mit Schwarz, glaube ich, machen können. Hätte man es vielleicht besser gesehen, aber ja. Ich mache mal eine Uhr ab und dann schauen wir mal. Ich glaube, ich mache auch ein bisschen Licht an. Vielleicht sehe ich dann besser. Ich probiere es einfach mal mit einer Blume. Okay. Also man muss am besten das so malen, damit man weiß, wo es ungefähr ist. ja. Ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, ich teste das mit euch, damit ihr seht, ob das was Gescheites ist oder nicht. Dann würde ich so ein bisschen Regenbogenfarbe machen. Wir fangen mal mit Rot an. Wie gesagt, ich habe es auch noch nirgends in einem anderen Video gesehen, dass es schon jemand getestet hat, deswegen weiß ich auch nicht, wie es funktioniert. Und ich dachte, ich teste es einfach mal mit euch, damit ihr gleich seht, ob das was Gescheites ist oder nicht. Dann kommt, ich denke mal, Grün. Und dann noch Blau. Also Blau und Lila sind sehr ähnlich. Ich dachte auch, da hätte vielleicht jemand die Farben ausgetauscht, aber nein, das war nur sehr ähnlich. So, genau. Jetzt nehmen wir einfach unser Wasser. Und dann kann man anscheinend die Kreiden miteinander verblenden. Ich habe wieder das Exacomta-Papier genommen, das nehme ich eigentlich sehr gerne her. Naja, aber da, wo ich jetzt die Blume gemalt habe, ist ehrlich gesagt, sieht man nichts. Hatte ich mehr davon vorgestellt. Der Pinsel verliert auch schon seine Härchen. Noch mal ein bisschen mehr Wasser vielleicht benutzen. Ich habe mir das sehr interessant vorgestellt, aber ja. Doch, man sieht's. Aber ich denke, man muss da wahrscheinlich ein bisschen mehr Farbe aufbringen. Also mit dem weißen Stift noch ein bisschen mehr drüber gehen. Also man sieht's, aber ganz leicht nur. Wir nehmen mal ein Kraftpapier. Wo habe ich's? Moment. Ich dachte, das geht mit dem weißen Papier, aber dann testen wir mit Kraftpapier. Wir haben ja alles. Also ich habe mir das viel interessanter vorgestellt. So, mal das kleine Stückchen hier. So, wo ist die Weiß? Vielleicht muss man es auch auf so ein Papier machen. Blume für Anfänger.
wie gesagt, ich bin zeichentechnisch und ausmaltechnisch eigentlich überhaupt nicht. Oder vielleicht, nein, aber das ist schon so. Oder man darf nicht, ach so, man darf vielleicht, ich habe es, wir probieren es nochmal. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Und zwar malt man das einfach. So. Malt mit den Farben schon, aber nicht über das Weiß. Also das heißt, man macht so bis zu dem Weiß hin und würde dann Orange nehmen und es aber nur draußen lassen. Wir nehmen jetzt einfach mal ein bisschen knalligere Farben. So. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man mit dem mit der Farbe hier über das Weiß drüber gehen. Aha. Aber man sieht natürlich jetzt von der Farbe nichts mehr, weil das Papier das ziemlich aufgenommen hat. Wir können sie noch mal mit dem probieren, weil das ist jetzt ziemlich nass. Mal schauen, ob ich noch eins da habe. Ja, ich habe noch eins. Oder ist das ein Kartenaufleger? Nee, das ist eine Karte. Wir haben hier noch was. So, hier haben wir noch mal eins. Also. Da muss man nur wissen, wo man ungefähr malt. Bisschen schwierig. Vielleicht nur ganz leicht drüber gehen. Wie gesagt, ich teste das mal. So. Und dann gehen wir nochmal mit dem Wasser drüber. Und dann sollte es eigentlich zu sehen sein. Ich dachte, das ist so ähnlich wie, gibt da so Zaubertinte. Es funktioniert nicht. Schade. Schade, also auf dem Kraftpapier hat es funktioniert. Es ist halt, auf dem Weiß ist es halt doof, wenn man es nicht sieht. Naja. Ja, vielleicht kann man da nochmal drüber gehen. Bringt das dann noch? Ne, das bringt auch nichts. Schade. Also ich hatte mir das anders vorgestellt. Aber von Avec ist es. Vielleicht könnte man bei denen mal auf die Seite gehen. Vielleicht sieht man dann, wie sie es malen. Aber die malen auch nur bis zu dem Weiß hin und tun dann verblenden. Vielleicht mache ich das falsch, aber es ist halt, wenn man das Weiß auf Weiß halt nicht sieht. Also wie gesagt, auf dem Braunen sieht man das. Mach Licht wieder aus, es blendet ein bisschen. Auf dem Weiß, auf dem Braunen sieht man dann, wo man gemalt hat oder geschrieben hat. Aber auf dem Weiß, na, sieht man es halt nicht. Ja, schade. Ich hätte mir davon mehr erwartet. Ja. Habe ich ganz umsonst das Set mit dem Ding gekauft. Aber das macht nichts. So kann man die Wasser, die Wachsmalkreiden auch so nehmen zum Malen und da ein bisschen, Watercolor Hintergründe machen. Genau. Ja, das war jetzt mein kleiner Test. Leider nicht so ausgefallen, wie ich gerne gehabt hätte. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Kaufentscheidung helfen und ihr kauft sie vielleicht nicht oder doch oder keine Ahnung. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund. Bis zum nächsten Video. Servus.